Was ich von Gordon gehört habe? So gut wie nichts. Ich habe ihn angerufen und gefragt, ob ich weiter für ihn ermitteln soll, aber offenbar legt er keinen Wert auf eine weitere Zusammenarbeit. Trinkst du was? Nein, Sam, immer erst, wenn die Lampen angehen. Noch was, Sam. Kennst du einen Mann, der Carp heißt? Ist dir schon mal über den Weg gelaufen? Carp? Ja, Peter Carp. Da fällt mir etwas ein. Den Namen habe ich doch schon gehört. Ich habe Gordon in seinem Hotel angerufen. Da kam plötzlich die Telefonistin dazwischen. Dringendes Gespräch, hat sie gesagt, von einem Mr. Carp. Carp heißt doch der Mann, dessen Prokurist erschossen worden ist. Den meine ich. Carp und Gordon. Die beiden hängen irgendwie zusammen, Wichtig für dich? Aber sehr. Ich muss rauskriegen, wie gut sich die beiden kennen. Machst du mit? Ja, dann setzen wir es erstmal. Sieht nach einer sehr üblen Sache aus, wenn du allein nicht damit fertig wirst. Die arbeiten mit einem besonderen Schalldämpfer. Ja, der außerdem beim Abschuss die Kugeln verformt. Zeig mal. Darf ich mal? Du darfst. Jerry, würdest du bitte mal da den Knopf drücken? Oh, Knöpfe drücke ich ungern. Man weiß nie, was passiert. Donnerwetter. Na, Sam, ist das eine Puste? Teuflisch. Ja, ja. Du, Sam. Hallo, Jerry. Ja. Spielt ihr beide Wilder Westen? Weißt du, was das ist? Hier hat sich einer was Unwahrscheinliches einfallen lassen. Das Ding arbeitet mit einem ganz neuen Schalldämpfer. Der Schuss ist kaum zu hören. Pass auf. Meine Güte, das ist ja gespenstisch. Damit kann man ja mitten auf der Straße jemanden umbringen, ohne dass ein Schuss zu hören ist. Genau.